Ja, dann geht es jetzt um diesen Sampler hier. Wir sind 96, der beste Hannover-Sampler der Welt, und ich begrüße den Olli Perau, den Leadsänger von Terry Hoax. Worum geht es bei diesem Sampler? Erklär uns das. Ja, der Sampler ist sozusagen eine Solidaritätserklärung der hannoverschen Musikszene mit Hannover und mit Hannover 96, mit dem Verein. Ist entstanden in einer Zeit, in der es 96 nicht so gut ging, aufgrund des Todesfalls von Robert Enke, wo die Mannschaft in ein tiefes Loch zu fallen schien. Und ja, ich saß zu Hause als Fan von Hannover 96 und dachte, was kann ich als Musiker aus Hannover vielleicht dazu beitragen, damit es wieder aufwärts geht? Wie kann man den Schulterschluss zwischen der Musikszene Hannovers und dem Verein herstellen? Und dann entstand aber die Idee mit dem Sampler. Und so haben wir dann alle Bands kontaktiert, die uns so einfielen aus Hannover. Und die Resonanz war großartig. Die Leute waren sofort dabei. Also die Leute geben ja umsonst einen Song dazu, zu diesem Sampler. Das heißt, sie stellen umsonst ihre Kunst zur Verfügung für einen guten Zweck, für den Verein. Und nicht nur das, man hat auch bei der Gelegenheit festgestellt, dass tatsächlich fast alle Bands und Musiker aus Hannover auch wirklich irgendetwas mit 96 verbindet. Das heißt, für die Leute, die mal wissen wollen, was in Hannover so musikalisch los ist, das ist der umfangreichste, repräsentativste Sampler, den es je gegeben hat. Das ist tatsächlich so. Riesenbandbreite von Terry Hoax, Rockmusik, Moose T, der macht, ja, Is It Cause I'm Cool, ist es Pop im weitesten Sinne. Dann haben wir hier noch Maybe Bob zum Beispiel, das ist so eine Art A Cappella-Gesang. Ja, das ist A Cappella-Gesang, also es ist wirklich drauf. Spex hast du übersprungen, Spex ist Hip-Hop, also es ist von Rock. Wir sind zum Beispiel die Vertreter des Rock, dann gibt es aber auch noch Vertreter des ganz harten Rock, das sind dann Gigantor, Planet Emily machen so eine Punk-Pop-Geschichte auf Deutsch. Marquez als Vertreter des sozusagen lateinamerikanischen Pop, Heinz-Rudolf Kunze, der Thomas Bernhard der deutschen Popmusik ist dabei. Ja, dann komme ich mit Giuliano Rossi, das ist dann eben, ich bin der Vertreter des Jazz, des Swing. Also es zeigt eben wirklich die ganze Bandbreite der hannoverschen Popmusik. In der Tat. Und es kommt ja auch einem guten Zweck zugute. Wofür werden die Einnahmen dann später ja gespendet? Hälfte, Hälfte. Also die eine Hälfte geht an die Nachwuchsabteilung der Roten. Also ich hatte vorhin bei der Pressekonferenz gesagt, vielleicht kann man denen dann im Einriedestadion neue Bänke in den Kabinen kaufen Es wäre nötig. oder auf jeden Fall. Also es wäre nötig, weil ich hatte schon vor, na, das sind jetzt mittlerweile 23 Jahren schon die gleichen Bänke. Und ich glaube, mein Bruder, das liegt dann auch wieder 8 Jahre davor, hatte auch schon die gleichen Bänke. Also ein paar neue Bänke wären super. Und die zweite Hälfte geht an die Robert-Enke-Stiftung. Sehr gute Sache. Dank dir Danke dir. und viel Erfolg. Dankeschön.